Was hat dich so am meisten fasziniert, dass du diese Rolle unbedingt haben wolltest? Meine Traumrolle. Ich habe gesagt, wenn ich die nicht kriege, dann höre ich auf zu spielen. Es ist einfach unfassbar dankbar, wenn man einen Film machen darf, der unterhält, aber auch eine Message hat. Und das gibt es gar nicht so oft. Es gibt viele Filme, die unterhalten und das ist auch völlig fein. Aber mit einer Message drin, die so wichtig ist dieser Tage, da kann man echt dankbar sein. Und hast du die französische Version gesehen vorher? Ich bin vor dem Recall, also vor der zweiten Runde des Castings, in das letzte Kino in Berlin gegangen, ganz kleines Kino an der Kantstraße. Da lief der Film noch und da habe ich den mit meiner längsten Freundin damals geguckt, ja.